bin Claudia de la Torre. Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Mexiko-Stadt, aber wohne ich seit 13 Jahren in Deutschland und seit 8 Jahren in Berlin. Ich bin bildende Künstlerin, Verlegerin. Mein Verlag heißt Backbone Books. Ich finde Bücher sehr interessant, weil die sind Orte oder Räume, in denen ich Informationen immer wieder in eine andere Art und Weise einordnen kann. Bücher sind Objekte, die eher in der Welt oder in verschiedenen Räumen gleichzeitig existieren können. Die können halt in einem Buchregal existieren, aber auch in einer Galerie oder irgendwie in einem Bookshop. Oder, also die sind in verschiedenen Orten gleichzeitig. Die sind auch intime Räume. Und die brauchen jemanden, der den beruht. Deswegen diese Treffen, diese 1-zu-1-Treffen mit dem Objekt begeistert mich. Also ich fange nicht an, Bücher zu machen, erstmal mit der Idee, wie sieht das Buch aus, sondern das Gegenteil. Also was ist meine Idee und was braucht diese Idee, um dann sichtbar zu sein. Bücher zu machen bedeutet immer Entscheidungen zu treffen. Was für ein Format, was für ein Papier, was für eine Größe, was für eine Auflage. Und dann natürlich, wie präsentiere ich diese Bücher. Und dann, es geht mir immer um diesen Prozess. Also wie transformiere ich oder wie übersetze ich dann Informationen dann in ein Buch oder in ein Objekt, die als Buch funktioniert. Ich will nicht, wie oft mal Künstler sind, die alles auf die Wände hängen und das so betrachten. Bei mir ist das wichtige Teil in meinem Atelier ist mein Tisch. Ich habe einen großen Tisch hier im Raum und da kann ich immer arbeiten. Ich habe auch alles, was ich benötige hier, von Drucker bis Schneider bis verschiedene Art von Papiere, Bindungsarten, aber eigentlich, was ich meistens brauche, ist nur Papier, mein Drucker und mein Kopf. Manchmal fange ich von null an, aber andere von meinen Arbeiten sind sozusagen Objet trouvé. Das bedeutet, dass ich finde irgendein Buch, das schon existiert oder das schon mal verlegt würde und dann ich ändere das. Ich mache so irgendwas Kleineres in diesem Buch, um was anderes zu erzählen. Also weil wir denken, wir kennen dieses Objekt schon, aber plötzlich, man sieht das mit anderen Augen. Ja, ich lasse immer unterschiedliche Zeit im Prozess. Manche Arbeiten kommen ganz schnell. Dann, ich habe die Idee, ich bearbeite diese Idee und am nächsten Tag sind die fast fertig. Und andere sind eher offene Arbeiten. Ja, also ich finde die Idee, dass man immer eine Galerie braucht, ist falsch. So, am Endeffekt, was man braucht, ist erstmal zu arbeiten, also Schritt für Schritt schauen, wie kann man sich entwickeln. Ich brauche niemanden, um meine Arbeit dann zu verkaufen. Deswegen habe ich auch meinen Verlag selber gegründet, weil ich dachte, okay, ich kann doch auch selber irgendwie schauen, wie ich meine Arbeit dann vermitteln kann. Meine Arbeiten können sich vergleichen mit einem Baby in der Welt raus. Zu bringen. Erstmal muss man sich das wünschen, dann irgendwas dafür machen, dann es tut weh und dann es existiert draußen in der Welt und dann musst du den vielleicht lassen gehen. Es ist genauso mit Büchern, also erstmal muss ich, oder arbeiten, erstmal muss ich diesem Arbeit mir wünschen, dann irgendwie, ich muss arbeiten, es tut weh, es ist ein Prozess, wo ich nicht weiß, so, was wird dann passieren, wie wird das aussehen. Sie ist dann geboren und dann ich muss loslassen. Das ist immer wieder die Idee von Buch kann sich ändern. Es ist nie zweimal das Gleiche.
Bücher sind Brücken zwischen mir und den anderen.